Team heute. Ja? Das heißt, das komplett? Wenn man das machen kann, dann sind die historischen Rechte. Die sind hier in der Stadt in der Tat. Aus dem Jahr Rennen stand die erste schriftliche Rede. Das kann man hier weglassen. Das brauchen wir nicht. Also diese Jahreszahlen? Seit über 600 Jahren. Ja, klar, weil es die diese Rede gibt. Gut. Also ich könnte das rauslassen. Gut. Die waren Aufenthalt, die sind hier in Hildesheim. Für die Deutschen sind die Hildesheim, das ist eine viel wichtigere Botschaft, okay. weil zweimal Jahreszahlen. Ja. Für die Deutschen sind die Hildesheim, aufgrund dieser historischen. Für die Deutschen ist Hildesheim. Aufgrund dieser historischen, über 600-jährigen Geschichte, ihre Kultur auf der Ja, genau. In Hildesheim finden jedes Jahr schon seit zwei Jahrzehnten. Seit fast zwei Jahrzehnten? Ja. Immer im Sommer auf Gut Scheuerwald, am Sonntag Kulturereignisse von den Lieben. Die Organisatoren sind. Ja. Jumbo Reinhardt Festival. Ja. Der Name Jumbo Reinhardt, der war ein großer Gitarrist. Steht für Kultur pur. Jumbo ist unser König der Gypsies. Ja. Bis dahin könnten wir das verlassen, diese Passage schon weg. Okay. Dann ist die weg. Okay. Wenn ihr das so hinhalten könnt, dass ihr es lesen könnt, andere Brille nur drauf. Ja. Dann ja. Nimmst du mal die Brille bitte. Sie können. Ah, ich habe eine Lesebrille. Das ist meine Lesebrille, ja. Können Sie das lesen? So kann ich sie nicht. Wenn ich näher rangehe, kann ich das gut lesen. Ich wackel. Ganz ruhig halten. Ja, ich halte dich dagegen. Wenn er unten guckt, sehen Sie seine Augen. Ja, das sehe ich, ja. Ist das dann in Ordnung? Ja, ja. Okay. Gut, bitte. Mein Name ist Ricardo Laubinger. Ich bin der Sprecher der historischen Hildesheimer Sinti-Gemeinde. Die Sinti leben in unserer Stadt seit über 600 Jahren. Für die deutschen Sinti ist Hildesheim aufgrund dieser historischen, über 600-jährigen Geschichte ihre Kulturhauptstadt. In Hildesheim finden jedes Jahr, schon seit fast zwei Jahrzehnten, immer im Sommer auf Gut Steuerwald, ein besonderes Kulturereignis statt, von dem wir Sinti die Organisatoren sind, das internationale Django Reinhardt Festival. Der Name Django Reinhardt, er war ein großartiger Gitarrist, steht für Kultur pur. Django ist unser König des Gypsy Swing. Wir Sinti unterstützen unsere Hauptstadt, möchten dazu beitragen, dass Hildesheim zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 ernannt wird. Das war doch perfekt. Ja, warum haben wir das nicht gleich so gemacht? Ja. Wenn Sie das nicht wollen.